Hi, schön, dass ihr am Start seid. Ich habe beschlossen, noch ein Procreate-Video für dieses Jahr zu drehen. Und ich hatte für den Herbst Stempel gemacht mit so Herbstmotiven. Und das Gleiche würde ich jetzt auch für den Winter gerne machen. Und wie immer gehen wir dafür logischerweise erstmal in die Procreate-App rein und öffnen uns ein Quadrat. Und in dem Fall ist es auch wichtig, dass ihr bei eurer Leinwand ein Quadrat wählt. Dann geht ihr auf den Werkzeugschlüssel und geht danach auf Leinwand, dann auf Zeichenhilfe, bearbeiten und dann stellt ihr euch als erstes die Symmetrie ein. Dafür geht ihr auf die Option und wählt Radial und die Drehsymmetrie und dann einmal auf Fertig und dann nochmal auf Fertig, dann habt ihr das erstmal. Und ich werde den Monoline verwenden, den findet ihr unter Kalligrafie in der Pinselsammlung. Und den stelle ich mir erstmal auf 70%. Und dann nehme ich mir noch Schwarz als Farbe. Das solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Dafür geht ihr hier ganz unten auf den Ring und macht einen Doppelklick in den schwarzen Bereich, dann kriegt ihr die dunkelste Farbe. Und dann können wir im Prinzip auch schon anfangen zu malen. Ich mache es mal einen Ticken kleiner. Und wir machen erstmal eine Schneeflocke. Und dafür ziehen wir hier so eine Linie. Und dann machen wir hier einfach so ein paar Linien dran, und zwar auf beiden Seiten von der ersten Linie, die wir gezogen haben. Und das ist schon unsere erste Schneeflocke. Geht ganz einfach. Was ich jetzt noch gerne mache, ist Folgendes. Und zwar nehme ich mir die Illustration einmal mit dem Pfeil und dann mache ich die genauso groß wie die Leinwand. Und das mache ich später mit den anderen Bildchen auch. Dann sind die nämlich alle in derselben Größe. Und dann kann ich später die maximale und die minimale Größe einheitlich wählen. Und es wird dann auch immer die einheitliche Größe bei diesen Stempeln haben. Müsst ihr nicht machen, aber ich finde das so ganz praktisch und übersichtlich und einheitlich. Falls ihr, stimmt, das kann ich auch noch dazu sagen, wenn ihr das so anwählt, und die Größe verstellt, dann achtet darauf, dass hier gleichmäßig steht und dass ihr die Einrastenfunktion, also sowohl magnetisch als auch Einrasten, hier einmal eingestellt habt. Genau, das wäre noch wichtig, weil dann passiert nämlich Folgendes, wenn ihr an der Ecke ankommt, rastet das ein und die Ränder werden dann so orange. Seht ihr das? Jetzt ist es liniert schwarz und jetzt ist es sowohl hier als auch hier orange. Genau. So, wenn euer Schneeflöckchen fertig ist, gehen wir hier erst auf die Aktion. Dann geht ihr auf Teilen, auf JPEG und dann Bild sichern. Und dann ist es in eurer Galerie gesichert. Dann geht ihr in die Pinselsammlung rein. Ich habe hier schon eine Kategorie mit Winterstempel vorbereitet. Da gehe ich jetzt auf das Plus. Dann gehe ich auf Form. Und jetzt muss ich mir erstmal mein Bild reinholen, deswegen gehe ich hier auf Bearbeiten, dann gehe ich auf Importieren, danach müsst ihr auf Foto importieren klicken und dann in eurer Galerie das Foto, was ihr eben abgespeichert habt, anklicken. Da wird jetzt hier gleich ein kleiner Cut sein, damit ihr meine privaten Fotos nicht seht, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ja, und wenn alles geklappt hat, habt ihr dieses Bild vor der Nase. Und macht da einmal hier so einen Doppelklick drauf, mit den Fingern sozusagen. Dann auf Fertig und dann habt ihr das erstmal. Jetzt geht ihr auf Pfadkontur, macht den Abstand auf Maximal. Dann geht ihr auf Apple Pencil und macht die Deckkraft auf Keine, also dass da Keine steht, also ganz nach unten bzw. ganz nach links. Dann geht ihr auf die Eigenschaften, Stempelvorschau verwenden, dann taucht immer das Bild in der Pinselsammlung auf und ihr wisst direkt, um welchen Stempel es sich handelt. Und was ich jetzt hier mache, ist Folgendes. Ich mache bei maximaler Größe 200
Und bei minimaler Größe 20. Das könnt ihr aber abwandeln, wie ihr das möchtet. Aber ich habe für mich herausgefunden, dass ich für solche Motive, die in dieser Größe sind, genau diese Zahlen ganz passend finde. Aber das könnt ihr mal ein bisschen rumspielen und rumprobieren, was euch dazu sagt. Dann gehe ich noch auf über diesen Pinsel. Ich werde das zwar jetzt nicht machen, aber ich will euch das ganz kurz zeigen. Hier könnt ihr oben den Pinsel noch benennen. Und erstellt von, da könnt ihr zum Beispiel euren Namen hinschreiben und hier noch unterschreiben und pipapo. Aber ich spare mir das jetzt und drücke auf Fertig. Und dann ist euer erster Pinsel ready to go. Ich mache mal eine neue Dings auf, eine neue Ebene. Mach mal die hier unsichtbar, dann können wir das ausprobieren. Ja, so sieht das dann aus. Auf minimaler Größe sieht der bei mir so aus und auf maximaler so. Ich werde den Inhalt hiervon jetzt aber erstmal löschen, dann können wir den nächsten Stempel machen. Genau, also ihr habt jetzt eure zweite Ebene und geht hier auf Zeichenassistent, damit diese Funktion auch wieder eingeschaltet ist mit der Zeichenhilfe. Genau, und wir machen jetzt noch eine Schneeflocke. Und dafür habe ich mir überlegt, dass wir... ich habe noch... den Stempel eingeschaltet, geht in die Pinselsammlung auf Kalligraphie und dann auf Monoline. Genau, ich habe mir für diesen Stempel überlegt, dass wir erstmal gleich anfangen. Aber ich habe hier anscheinend den Zeichenassistenten vergessen. Hier so jetzt aber, genau. Genau, einmal wieder hier so eine Linie. Und ich gehe mal hier auf Form bearbeiten, weil ich... genau, weil das hier nicht ganz in der Mitte ist, jetzt aber schon. Einmal auf den Pfeil, dann habt ihr das wieder. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich mache hier am Ende so einen kleinen Kreis hin. Halt einmal gedrückt, Form bearbeiten, dann auf Kreis. Dann schiebe ich mir das hin, wo ich das gerne hätte. Ich mache mal einmal größer, dann male ich das Stückchen hier noch aus. Dann mache ich hier in die Mitte nochmal so eine Linie. Ungefähr bis hierhin. Dann mache ich auch hier so einen kleinen Kreis, halt fest, hier auf Form bearbeiten, auf Kreis, schiebe mir das auch hin, wo ich das gerne hätte, wieder auf den Pfeil, ich vergrößere mir das kurz, dann, falls ihr aus Versehen zurückgegangen seid, könnt ihr mit drei Fingern auch wieder vorwärts gehen, dass ihr da Bescheid wisst, oder einfach hier. Das benutze ich meistens nicht, aber könnt ihr theoretisch auch machen. Hier ist ein Zurück und ein Vor. Pfeil. Genau, und dann sieht jetzt noch so ein bisschen kahl und langweilig aus. Könnt ihr hier auch noch solche Linien reinmalen, so schräge. Und dann habt ihr euer nächstes Schneeflöckchen. Und da gehen wir jetzt genauso vor wie vorhin. Wir gehen auf die Aktionen, auf JPEG, auf Bild sichern. Dann in die Pinselsammlung, ganz nach oben. Wie gesagt, ich habe hier eine Sammlung, die sich Winterstempel nennt. Da ist schon der Stempel von eben. Da gehe ich aufs Plus, in die Form, auf Bearbeiten, auf Importieren. Ihr habt gleich wieder einen Cut. Genau, dann habe ich mir das letzte gesicherte Bild angewählt. Einmal mit zwei Fingern drauf und dann auf Fertig. Dann geht ihr in die Pfadkontur, macht den Abstand auf Maximal. Danach geht ihr auf den Apple Pencil und macht die Deckkraft einmal komplett runter. Dann geht ihr auf Eigenschaften, Stempelvorschau verwenden, maximale Größe 200, minimale Größe 20 und wer will, kann hier noch über diesen Pinsel seine Daten angeben. Beziehungsweise seinen Namen und den Namen vom Pinsel und dann hier einmal auf Fertig. Und dann ist unser nächster Pinsel ready to go. Ich mache einmal hier die Ebene aus, mache eine neue Ebene auf und genau, dann probieren wir den jetzt hier erstmal aus. Voll hübsch. Aber jetzt fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, hier die Größe zu verändern. Also ich hätte eigentlich Folgendes hier noch machen müssen. Ich nehme das mal hier so mit dem Pfeil und dann, wenn die Einstellungen von eben nicht verändert wurden, einmal so, einmal so. Genau, so hätte es eigentlich sein müssen. Ich belasse es jetzt aber dabei.
Aber das könnt ihr gerne noch nachholen. So, ich werde das hier einmal löschen, also den Inhalt. Als nächstes machen wir zwei Sterne. Und das geht eigentlich ganz einfach, wenn ihr diese Symmetriefunktion mit dem Radial schon eingestellt habt. Dafür müsst ihr an einer Ecke ansetzen. Hups, ich habe wieder vergessen, mein Monoline zu holen. Also Kalligraphie Monoline. Dann setzt ihr hier einmal an. Und ich habe leider auch wieder vergessen, den Zeichenassistenten einzuschalten sozusagen. Aber jetzt. Und zieht hier so eine Linie. Ungefähr so. Und dann macht ihr das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal. Und das macht ihr so lange, bis ihr bei der Endlinie von der Linie davor angekommen seid. Und dann habt ihr hier so ein hübsches Sternmuster. Und ja, wir dürfen diesmal nicht vergessen, das Ganze wieder groß zu machen. Einmal so. Und einmal so. Und genau, dann können wir uns das wieder einmal abspeichern. JPEG, Bild sichern. Ich mache mal den Rest im Schnelldurchlauf, weil es jetzt wiederholt ist von den anderen Malen. Genau, und spiele euch hier kurz Musik ein. Damit hätten wir auch den dritten Pinsel gemacht. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde noch eine Abwandlung von dem dritten Stempel machen. Das ist jetzt bei mir auf Ebene 3. Da gehe ich nochmal drauf, mache die Ebene auch sichtbar und dann ziehe ich mir die Farbe hier rein. Und jetzt habe ich nochmal eine Sternvariation. Finde ich eine ganz einfache Möglichkeit, um ja mit einer Zeichnung gleich zwei Bilder zu haben, beziehungsweise in dem Falle zwei Stempel. Und ja, daraus mache ich jetzt auch erstmal einen Stempel. Nachdem die Sternstempel auch gemacht sind, werde ich das erstmal hier löschen. Das war zu demonstrativen Zwecken. Einmal hier auf Löschen drücken. Und dann werde ich mir hier direkt schon mal den Zeichenassistenten einschalten für die vierte Ebene. Gehe unter Kalligraphie wieder auf den Monoline. Und ich dachte mir, als letztes machen wir noch zwei Tannenbäume. Dafür gehe ich auf die Aktionen. Und muss mir erstmal dafür die Symmetriefunktion abändern. Da gehe ich auf Symmetrie, auf Optionen und dann auf Vertikal. Genau. Dann auf Fertig. Und dann kann ich Folgendes machen. Ich ziehe mir hier... ich habe vergessen, die Drehsymmetrie auszuschalten. Deswegen gehe ich nochmal in die Option und mache das hier einmal weg. Und jetzt auf Fertig. Jetzt müsste es aber eigentlich klappen. Genau, dann male ich hier einmal den oberen Teil der Tanne. Da gehe ich mal kurz auf Form bearbeiten. Damit sich das hier nicht so überschneidet, mache ich mal so. Dann auf den Pfeil und dann habt ihr das ganz sauber. Und das mache ich etwas weiter unten auch. Den Winkel könnt ihr in etwa gleich machen. Wieder auf Form bearbeiten. Auch da, dass das hier so ist. Und was ich dann noch mache, ist mir dann jeweils so eine Linie zu ziehen. Damit die parallel zu den Seiten oben und unten ist, könnt ihr einmal so drauf tippen.
und dann genau das in den richtigen Winkel euch holen sozusagen. Hier hat mir jetzt aber die Linien, also hier ist es nicht ganz geschmeidig geworden, deswegen mache ich es nochmal hier kurz weg. Ich mache es mal noch größer, dann ist es leichter. Einmal so, dann auf Form bearbeiten und dann schiebe ich mir das einen Ticken höher. Hat wieder nicht geklappt. Okay, letzter Versuch. Linie ziehen, einmal drauf und dann Form bearbeiten jetzt aber. Genau, und jetzt ist hier der Abschluss geschmeidig sozusagen. Dann mache ich das einmal hier unten auch. Wobei ich merke gerade, das reicht wahrscheinlich nicht aus. Es wird, glaube ich, komisch aussehen. Dann kann ich eigentlich direkt schon mal so machen. Ich glaube, so wird es besser aussehen. Ungefähr so, der Tannenbaum. Dann zieht ihr euch hier wieder diese Linie. Form bearbeiten. Etwas höher. Sieht jetzt erstmal komisch aus, aber wir werden es halt ausmalen. Und dann sieht man davon nichts mehr. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das gleiche nochmal machen. Und dann habt ihr hier an der Seite so drei Zacken praktisch. Ich belasse es jetzt aber bei den zweien und ziehe mir hier noch den Baumstamm. Ungefähr so. Und dann hier auch wieder die Linie verbinden. Einmal mit dem Finger drauf, auf Form bearbeiten. Dann könnt ihr hier noch den Feinschliff machen. Ungefähr so. Und Farbe reinziehen. Und dann habt ihr euren ersten Tannenbaum. Ich gehe hier auf den Pfeil. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich hätte das gerne alles einheitlich. Macht das bis nach oben, bis hier oben die orange Linie erscheint. Das mache ich auch nach unten hin. So. Und schiebt mir das dann noch in die Mitte. Die Mitte erkennt ihr daran, dass ein oranges Kreuz in der Mitte erscheint. Und genau, das werde ich mir jetzt auch einmal zu einem Stempel machen. Das ist dann unser fünfter Stempel und jetzt machen wir den letzten. Genau, das war ja wieder zur Schau sozusagen, um zu gucken, ob die Stempel so geworden sind, wie ich sie haben möchte. Ich finde, der ist auch echt gut gelungen, der ist süß geworden. Aber ja, deswegen lösche ich hier den Inhalt von, in meinem Falle, Ebene 5. Mache mir hier wieder den Zeichenassistenten an. Und jetzt kommt der letzte Tannenbaum. Dafür, das wird so ein bisschen so ein Spaßmodell, ziehen wir uns hier einmal so eine Linie. Ich habe natürlich wieder vergessen, meinen Pinsel zu ändern. Einmal auf Kalligraphie und dann habt ihr den Monoline. Genau, dann zieht ihr euch hier eure Linie. Dann geht ihr auf Form bearbeiten, macht das so, dass das hier alles schön stimmig abschließt. Falls ich es bislang nicht gesagt haben sollte, ihr könnt hier an den blauen Punkten, wenn ihr auf Form bearbeiten geht, so rumspielen, wie es euch passt. Dann auf dem Pfeil. Jetzt ziehe ich mir hier noch so eine Linie. Einmal mit dem Finger drauf, Form bearbeiten, schieb mir das hier so ein bisschen höher. Und dann machen wir hier wieder so eine Linie für den Stamm. Auf Form bearbeiten. Ich habe den diesmal auch nicht ganz gerade gemacht, finde ich, sieht zur Abwechslung auch ganz süß aus. Und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr tippt einmal auf die Ebene drauf und macht den Zeichenassistenten aus. Und jetzt zieht ihr von oben nach unten solche gebogenen Linien.
Und wenn ihr das gemacht habt, macht ihr an diese gebogenen Linien noch solche Kreise dran. Wenn ihr das gemacht habt, ich habe es jetzt irgendwie, es ist irgendwie nicht so schön geworden, wie ich mir das erhofft habe. Ihr könnt das Ganze in Ruhe machen, dann sieht das auch besser aus, also mit der Verteilung der Kreise, und dann sieht das aus wie so ein geschmückter Tannenbaum. Finde ich auch voll süß. Nehmt euch dafür genug Zeit, macht das in Ruhe, und dann gibt das in etwa so ein Bild. Und dann könnt ihr daraus wieder einen Stempel machen. Genau, ich werde das jetzt hier wieder im Schnelldurchlauf machen und ihr könnt Musik hören. Wenn ihr fertig damit seid, habt ihr auch euren letzten Stempel. Ja, ich freue mich, wenn ihr dabei wart und mir zugeschaut habt und vielleicht sogar mitgemacht habt. Falls ihr es nachmacht, lasst es mich wissen in den Kommentaren oder gerne auch auf Instagram. Und ja, ich wünsche euch, bei uns ist es stockeduster draußen, deswegen wünsche ich euch noch eine wunderschöne Nacht. Und wunderschöne winterliche, festliche Tage. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!